Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Grand Prix Manager 2, unseren Retro-Play. Das nächste Rennen findet in Imola statt. Was ich gar nicht wusste, also bisher wirklich gar nicht wusste, ist tatsächlich, Imola ist eine Rennstrecke, die von Enzo Ferrari persönlich entworfen wurde. Das finde ich aber richtig geil. Das wusste ich sogar noch nicht. Aber zurück zum Text. Letztes Rennen waren wir ja auf dem Nürburgring. Da haben wir für mich eigentlich echt überraschend gewonnen, weil unser Auto kommt eigentlich zurzeit wirklich nie ins Ziel. Scheidet immer mit Motorschäden aus, wie ihr wisst. Und die Sache wollen wir jetzt auch in den Griff bekommen. Ja, wir haben gewonnen. Es war ein ziemlich chaotisches Rennen. Mit vielen Ausfällen. Wir gucken auch noch mal ganz kurz drauf. Wo konnte ich jetzt noch mal die Ausfälle sehen? Kann ich, glaube ich, hier gar nicht. Okay, also dann sage ich es euch. Es sind nur 4 Autos ins Ziel gekommen, nämlich Coulthard, Brundle, Herbert und meine Wenigkeit mit Berger. Da hat er mal seine 10 Millionen gerechtfertigt. das war böse, ich weiß. Ab Häkkinen abwärts sind alle ausgeschieden, mit Drehern, mit Motorschäden. War eigentlich ganz witzig, war mal was anderes. Gab es so in der Formel 1 ja auch schon mal, glaube ich, Monaco 97 oder 96, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wo ja Oliver Panis, glaube ich, sogar das Rennen gewonnen hat. War auf jeden Fall ganz interessant. Wir gucken auch mal jetzt einmal auf die Fahrer- und Konstrukteursweltmeisterschaft. Da ist Häkkinen immer noch auf Platz 1, 10 Punkte Vorsprung vor Damon Hill. Also das muss der Gute auch erstmal aufholen. Und dann Jacques Villeneuve, dann sind schon wir dran. Also so schlecht sieht es jetzt gar nicht mal mehr aus. Und gar nicht so schlecht, finde ich. Dann Herbert und Frenzen im Sauber sind beide besser, die beiden sind besser als beide Ferrari. Das ist schon echt traurig. Und dann schauen wir auch nochmal auf die Konstrukteure, wie es da aussieht. Wir sind auf Platz 3, Gott sei Dank. Haben wir da ein bisschen Boden gut gemacht. Wir waren ja, glaube ich, auf Platz 6 oder 5. Platz 3 sollte es am Ende dann auch schon werden. Wir sehen hier aber einmal, dass McLaren mit 2 Punkten vor Williams führt. Benetton, wie gesagt, ist auf Platz 13. Sauber ist auf Platz 3 mit 13 Punkten. Sauber ist auf Platz 4, ganz stark, mit 12 Punkten. Und danach kommt erst Ferrari mit 9 Punkten, die sich mit 3 Punkten Vorsprung noch vor Jordan halten. Das ist schon echt wenig, aber vielleicht passiert da noch was. Also da muss noch was passieren bei Ferrari. Das ist echt nicht gut. Dann schauen wir mal hier. Oh, verletzter Ricardo Rosset fällt für 4 Rennen aus. Also das passiert auch hier immer mal in den Spiel, dass sich jemand verletzt. Jean Alesi kann Pole Position nicht in Punkte umwandeln. Also was. Ja, Berger erzielt erste Punkte. Erster Sieg in dieser Saison für Gerhard Berger. Sehr gut. So, und dann schauen wir mal, dass wir vielleicht irgendwie eine Technologie beschaffen können. Also, wir wissen auf jeden Fall, dass wir bei McLaren äußerlich nichts holen können. Wir probieren es einfach mal bei Williams. Es klappt nicht. Sollte ich es wirklich bei Ferrari probieren? Weiß nicht, die sind irgendwie nicht gut. Ich möchte es irgendwie nicht riskieren. Ich mache jetzt mal was anderes. Ich gucke einfach mal bei einem kleinen Team. Vielleicht haben die irgendwas, was wir gebrauchen können. Wenn wir dann reinkommen würden.
Jordan vielleicht. Nee, also da haben wir irgendwie kein Glück. Die Seitenkästen sind besser und die werde ich mir jetzt auch besorgen. Vielleicht bringen die uns ja schon mal was. Oh. Oder wir werden erwischt. Warum erwischen die eigentlich immer nur mich? Und wenn sie bei mir was klauen, erwischen sie nie irgendjemanden. Ach. Na toll. Das Bußgeld ist mir eigentlich gar nicht mehr so wichtig, nur ich kann jetzt nirgendwo anders mehr was machen. Und das ist schon echt ärgerlich. Wo ist da der John Todd, der mir einfach mal ein Angebot macht, ob wir das tauschen wollen? Och. Naja, gut. Dann werden wir hier einmal die abgenutzten Teile ersetzen. Dann werde ich mal schauen, ob wir hier einmal eine Stufe weitergekommen sind oder sind wir? Das ist sehr gut. Und dann würde ich sagen, gucken wir nochmal auf die Sponsoren, ob sich da schon was getan hat. Glaube ich aber nicht, nein. Und dann gehen wir gleich schon ins nächste Rennen. Pass noch einmal das Fahrzeugsetup an. Da hatte ich nämlich auch schon Imola fertig gehabt. Und dann ab nach Imola. Da hält Gerhard Berger sogar den Rennrundenrekord. Da haben wir halt auch noch was, was wir mitnehmen, quasi. Oh, die Zeit läuft schon, das ist nicht so gut. Und dann möchte ich noch ein bisschen Abstand haben. So, dann müssen wir mal schauen, wo wir jetzt am Ende landen, zeitentechnisch. Ich habe keinen jetzt direkt vor mir, der mich in der Runde irgendwie blockiert. Der Ferrari ist noch weit weg. Das sollte also alles gut gehen. 1:26:0 und wir haben 1:26:8. Das ist natürlich schon eine starke Zeit von Hill. Oh ja, wir sind ganz schön weit zurück. Da setzen wir noch gleich mal noch eine Runde drauf. Das sollte mit dem Sprit auf jeden Fall noch möglich sein. Ein 26,5 und ein 26,4. Jetzt müssen wir aber beide reinholen, weil sonst der Sprit ausgeht. Aber die Williams sind jetzt schon mal doch schon deutlich stärker als noch auf dem Nürburgring. So, was wir aus der letzten Qualifikation gelernt haben, bitte alle gleich auftanken, sonst haben wir ein Problem. Ich werde jetzt noch ein bisschen warten und werde die nochmal für einen Stint dann ganz am Ende rausschicken. Sie da nochmal eine Zeit
fahren können. Wir müssen dann mal schauen, wo die dann am Ende landen. Na, das war nicht gut. Das war nicht gut. Ich glaube, ich bin hinterm Williams. Und der ist relativ schnell. Ich glaube, der ist schneller als wir. Ah, der ist sowieso jetzt in die Box gefahren. Von daher, alles gut. So, Alesi hatte eine 26,3. Oh, ich muss die Leute reinholen, sonst habe ich ein Problem. Und Berger hat immer noch seine 26,4. Der hat sich nicht mehr verbessert. Ja gut, Platz 4 und Platz 5 ist jetzt nicht so der Weltuntergang fürs Rennen. Weil wir sie nicht beenden werden. Glaube ich immer noch, aber da mal schauen. Glaube, hier steht ja immer noch alles auf bedenklich. Ja. Ich glaube, in Imola war übrigens das Problem mit Berger gewesen, dass der plötzlich dann im Rennen verschwunden war. Ich hoffe nicht, dass es jetzt auch wieder so ist, oder sonst wäre das echt mies. Diese Keller und Montermini werden nicht am Rennen teilnehmen, weil sie es nicht geschafft haben, sich zu qualifizieren. So. Hier haben wir maximal 25 Runden. Geht das auf? Ja, das geht auf. Bei Berger geht es aber nicht auf. Dann würde ich ihn in der 22. Runde reinholen. Der kriegt Sprit für 24 Runden. Und hier würde ich ihn dann einmal reinholen. In der 42. kommt das hin. Mal eine Runde später. Na ja gut, konnte aber trotzdem. Sollte trotzdem funktionieren, alles. Und dann würde ich sagen, geht's ins Rennen. Erstmal wie gewohnt, die Einführungsrunde. So, wir sind auf Platz 4 und 5 geblieben. Da ist schon mal alles beim Alten geblieben. Hier muss ich nur mal schauen, wo ich die Positionen platziere, damit wir nicht so viel. So viel uns vom Rennen flöten geht. Aber ich glaube, das ist wirklich die beste Position ist hier unten. Ja, wobei hier oben eigentlich wäre es sogar noch besser. Da sehen wir nur hier das kleine Stückchen hier hinten nicht. Das sollte klar gehen. Oh, Frenzen hat einen Fehlstart gemacht. Salo auch. Yep. So, Boxentafeln wie immer aus.
So, und ich werde jetzt Alesi tatsächlich mal so eins, zwei Runden auf Schonen stellen, weil vielleicht hat das, war das das, was das letzte Mal was gebracht hat. Vielleicht ist es auch total überflüssig. Müssen wir halt sehen. Halt hier mal die Zeiten so ein bisschen im Auge. Zahllos draußen. Also ich glaube, hier in dem Rennen werden wir jetzt nicht irgendwie, ach Thomas Kommaß ersetzt Ricardo Rosset. Hier in dem Rennen werden wir, glaube ich, nichts mit dem Sieg zu tun haben. Da ist Williams einfach zu stark. Aber Hill muss irgendwas bei dem Boxenstopp ziemlich schief gegangen sein. Er hat über 30, jetzt mit dem Abständen sogar noch mal locker 35 Sekunden in der Box verloren. Ich würde Berger ja gerne auch mal auf die, so einen kleinen Schonentrip von 4, 5 Runden schicken. Allerdings Berger hat, lässt der Abstand halt das nicht zu. Irvine kommt zwar jetzt in die Box, aber will ich trotzdem nicht machen. Und Alesi ist jetzt auf Platz 2, vorübergehend. Schumacher sogar auf Platz 1. So, ich werde auch gleich. Oh, Thomas Kommaß. Da war er aber nicht lange im Rennen. So, ich habe den jetzt einfach mal vollgetankt. Hätte ich, glaube ich, nicht machen brauchen, aber egal. Und Berger kommt. Ja, Boxenstopps könnten wir eigentlich auch mal wieder testen. Ich möchte jetzt allerdings auch nicht mehr so viel testen eigentlich, weil wir schauen müssen, dass wir mit unserem Geld hinkommen für die Saison. Und das wird sonst ein bisschen eine sehr haarige Angelegenheit. Oh, hat uns Barrichello einen Platz gekostet? Ich glaube ja. Barrichello ist auf jeden Fall vor Berger jetzt. So, wann müssen wir denn an die Box? An der 40. oder 42. Bleiben wir bei der Lesi. Oh, Jos Verstappen ist draußen.
Häkkinen kommt zur Box. Häkkinen auch irgendwie jetzt nicht so gut im Rennen und auch letztes Rennen hat er ja noch gepunktet, aber durch einen Ausfall hat er da die Punkte bekommen. Ich glaube, dass Barrichello auf eine 3-Stopp-Strategie, glaube ich, ist. Und wird er uns nicht, glaube ich, nicht so sehr gefährlich werden. So. Zwei Runden noch, dann kommen wir in die Box. Jetzt könnte ich eigentlich mal Alesi, sag ich schon, Berger mal so ein bisschen eine Phase geben, wo er ein bisschen langsamer macht. Und da mal die ganze Kram schont. Weil wer weiß, vielleicht bringt es am Ende was, vielleicht bringt es auch gar nichts. Aber ich würde es wenigstens mal probiert haben. So, Alesi kommt zur Box. Der kriegt auch einmal einen vollen Tank. Und dann geht's wieder raus. 10-1, das ist ganz gut gewesen. Oh, Hill hat einen Rundenrekord aufgestellt. Das ist ja der Wahnsinn. Und ist Berger vor Alesi geblieben? Ah, ja, tatsächlich. So, du teilst dir das Tempo jetzt auch wieder ein. Oh, Villeneuve ist draußen. Und das könnte das Podium für uns bedeuten, wenn wir am Ende durchkommen. Das ist ja halt auch immer so eine Sache bei uns. Ja, aktuell gibt es hier nicht wirklich viel Neues. Es plätschert so vor sich hin, würde ich jetzt im Fußball sagen. Ja, Berger, Alesi meldet Probleme. Alesi ist auch draußen. Und das wird bestimmt Berger jetzt auch passieren bald. Oder Berger kommt wieder über die Runden, aber ja, ich glaube es halt fast nicht. Herr Berger hat ja das gleiche Auto wie Alesi auch. Und jetzt meldet auch Berger Probleme und Berger wird auch gleich ausscheiden, nehme ich mal an.
Schade. Dann gehen wir einmal zum Ende der Session. Aber wie gesagt, das ist halt, das habe ich halt auch befürchtet. Das habe ich eigentlich auch schon beim Nürburgring befürchtet. Da ist Berger lustigerweise, merkwürdigerweise durchgekommen. Und das ist halt so ein Problem an unserem Wagen. Das müssen wir beseitigen unbedingt. Und Till hat Schumacher am Ende doch noch gekriegt. Und dann ist Häkkinen auch wieder da. Also Häkkinen ist einfach top, wie es aussieht. Die Rennperformance ist bei dem war echt gut. Ja, wir leider wieder ausgeschieden. Aber daran arbeiten wir ja. Das ist quasi vorauszusehen. Vielleicht kommen wir hier und da immer mal durch. Aber eigentlich möchte ich das eigentlich schon im nächsten Rennen ganz gerne beseitigt haben. Ich würde sagen, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Aktiviert die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ach ja, und ganz am Ende noch, denkt dran, Formel 1 Manager läuft bei mir. Also Formel 1 Manager 22 läuft. Da gibt's Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag immer eine Folge. Wenn ihr im aktuellen Formel 1 Manager schauen möchtet, dann ist das eigentlich die richtige Adresse. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr euch auch daran begnügt und euch die Folgen anschaut. Die sind es wert. Aber dann jetzt aber auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal.